Ja, hallo, Namaste. Schön, dass du da bist. Ich bin ein bisschen aufgeregt oder eigentlich ganz schön doll, weil, wie die meisten von euch auch wissen, bin ich ja gar nicht so bis jetzt mit Medien vertraut und die ganze Technik. Genau, das ist jetzt ein ganz schön großer Schritt für mich. Und tschakka, ich feiere das auch ein bisschen, dass ich es jetzt hingekriegt habe, zusammen mit dem Engel Sophia, die mich da jetzt gerade begleitet mit den Videoaufnahmen und mir das hoffentlich alles so beibringt, dass ich euch jede Woche Yoga-Videos schicken kann, dass ihr zu Hause weiter Yoga unterrichten könnt. Und ich halt die Augen geschlossen, ist ein bisschen grell von der Sonne hier auf dem Feld. Genau, gerade in dieser Zeit, die für uns alle sicher auf die eine oder andere Weise herausfordernd ist, so wertvoll, dass wir unsere Yoga-Praxis haben. Es ist so wertvoll, dass wir einen Anker haben. Etwas, was wie bleibt, auch wenn alles andere sich verändert. Etwas, auf das wir immer wieder zurückgreifen können. In Kontakt zur Erde. Die Einladung an dich, dich mehrmals am Tag wirklich mit der Erde unter dir zu verbinden. Die Schwerkraft zu fühlen. Die Erde ist da. Unser Atem. Wie auch immer er fließt, wir können uns mit ihm verbinden, wir können ihn wahrnehmen, auch wenn wir ihn vielleicht manchmal nur ganz wenig oberflächlich spüren im Körper, können wir uns immer wieder da wie hineinfallen lassen, wie ein Zufluchtsort kann unser Atem für uns sein. Ich befinde mich gerade in einer Situation. Ich meine, wir befinden uns alle zusammen in dieser Situation, in der ich wirklich zutiefst dankbar bin, dass ich meine Yoga- und Meditationspraxis habe, in der ich mich immer wieder wie auch anbinden kann an ein größeres Feld. An das, was bleibt, wenn alles andere zusammenbricht. Das, was für mich dann bleibt, da gibt es ja so ein tiefes Angedocktsein, ein Gefühl von tiefen, tiefen Vertrauen und Wissen, dass alles immerzu im Wandel ist und dass wir es nicht kontrollieren können. Wir können es nicht festhalten. Und wenn ich mich festhalte an bestimmten Vorstellungen, Ideen, Meinungen, dann ja, merke ich immer wieder, wie das zu Leiden führt und da immer wieder loszulassen. Das ist ein Weg der Freiheit für mich und ich bin, ja, wie schon gesagt, total dankbar, dass ich ihn mit euch zusammen auch gehen kann. Ja. Gut ist, wenn wir jetzt gleich beginnen. Wir machen eine Praxis für ein bisschen Lungen- und Herzstärkung, Öffnung, Ausdehnung. Auch eine, ja, Herzöffnung. Auch eine Praxis, in der du vielleicht ein paar positive Aspekte findest, auf die du dich ausrichten kannst, gerade im Leben, wenn alles um uns herum so wild und chaotisch ist, auf der einen Ebene, auf der anderen Ebene ganz still und ruhig. Und dafür ist es gut, wenn du deine Yogamatte an einem Platz liegen hast, wo du dich wohlfühlst, dein Telefon aus ist, alle deine Telefone aus. Und du vielleicht auch einen Zettel eben noch schnell, kannst ja kurz auf Pause drücken, an die Haustür hängst, dass du nicht gestört werden willst.
falls deine Liebsten gerade vom Einkauf nach Hause kommen, weil woanders werden sie wahrscheinlich nicht sein. Und wenn du alleine lebst, brauchst du den Zettel ja nicht. Im Moment können wir ja darauf vertrauen, dass wir zu Hause ganz ungestört sind. Okay, und wenn du dich dann gut eingerichtet hast, habe ich auch schon hier, das ist bei der Ulm, ich weiß nicht, ob ihr es wiedererkennt, der Platz, wo wir draußen öfters Yoga machen, Sommer, Frühling, Herbst, dann lade ich dich ein, dir ein Kissen zu nehmen und es so unter dich zu legen, dass, wenn möglich, die Beine im Kontakt sind mit der Erde. Sollte ein Bein oben sein, dann kannst du auch ein Kissen unter dieses gehobene Bein nehmen. Schau, dass du bequem sitzt und so für die nächsten 5-8 Minuten etwa. Und wenn du merkst, das Sitzen in dieser Haltung liegt dir gerade gar nicht, kannst du dich auch auf den Stuhl setzen, zum Beispiel mit den Füßen auf der Erde, Hände auf deinen Oberschenkel. Und die Einladung, die Schultern nach hinten zu rollen und ruhen zu lassen, im unteren Rücken bis zum Gesäß, die Schulterblätter fließen zu lassen. Deine Hände kannst du in Chin Mudra bringen, Daumen und Zeigefinger geschlossen und die anderen Finger ganz weich und locker auf dein Bein ablegen. Und dann lade ich dich ein, dich erstmal mit deinem Atem zu verbinden und den Fokus vor allem auf die Ausatmung zu legen, dass die Ausatmung lange und ruhig sein darf. Und vielleicht kann deine Ausatmung noch ein bisschen länger werden, dass du dich wie ganz in die Leere hineinatmest, wie in die Ausatmung hineinsinken lassen, dich der Ausatmung anvertrauen und dann schauen, wann kommt der natürliche Impuls zur Einatmung. Und spüren, wie sich der Körper ausdehnt mit deiner Einatmung im Bauchraum, im Herzraum. Und dann mag ich dich einladen, deinen Mund leicht zu öffnen, die Lippen leicht geöffnet zu halten, einfach durch den Mund ein- und auszuatmen, so als ob du ein bisschen gegen einen Widerstand atmest, sodass so ein rauschendes Geräusch entsteht. Ein rauschendes Geräusch, das sich so ein bisschen anhört wie ein Ha, Ha, Ha. Durch die leicht geöffneten Lippen ein- und ausatmen und den Fokus weiter auf deine Ausatmung halten, dich wirklich zu Beginn unserer Praxis heute ganz leer machen. Und dann kannst du mal schauen, ob es dir möglich ist, deine Stimmritze so zu verengen, dass auch wenn die Lippen geschlossen sind, dieses rauschende Geräusch in deiner Kehle entstehen kann. Manchmal kann es dafür unterstützend sein, den Kopf ein bisschen nach vorne zu nehmen. Wie als ob der Atem an der Rückseite der Luftröhre entlang rauscht. Und dann gebe ich dir jetzt einen Atemrhythmus vor. Das ist das Ujjayi Pranayama, was wir jetzt praktizieren.
mit diesem rauschenden Atem. Und deine Lippen können auch geöffnet sein, wenn es dir nicht möglich ist, die Stimmritze zu verengen bei geschlossenen Lippen. Und dann atme ein. Eins, zwei, drei, vier. Halte deinen Atem an. Und ausatmen, mach dich komplett leer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und halte dann mit leeren Lungen deinen Atem. Wenn deine Ausatmung länger ist, als ich zähle, dann atme du ruhig länger aus. Finde da ganz in deinen eigenen Rhythmus. Und dann wieder einatmen mit der Ujjayi-Atmung. Eins, zwei, drei, vier. Dein Atem anhalten. Und ausatmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, komplett leeren deine Lungen und wieder halten mit leeren Atem, mit leeren Lungen, deinen Atem anhalten. Und einatmen, 1, 2, 3, 4 und den Atem anhalten. Aus, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und mit leeren Lungen wieder halten. Einatmen, eins, zwei, drei, vier und den Atem anhalten. Ausatmen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und mit leeren Lungen halten. Einatmen, eins, zwei, drei, vier und den Atem anhalten. Ausatmen und dich ganz leer machen. Und ein letztes Mal einatmen und den Atem wieder halten. Und so lange, wie du kannst, ausatmen. Wenn du denkst, du kannst nicht mehr ausatmen, schau mal, ob du noch ein bisschen mehr ausatmen kannst. Und dann kannst du ganz natürlich weiteratmen. Und dann die Einladung, Füße aufzustellen und zum Stehen zu kommen. Genau, erstmal deine Füße auf der Erde wahrzunehmen. Kannst auch hier die Schultern ein bisschen nach hinten, unten rollen. Die Knie locker und weich lassen.
die Zehen so ein bisschen, so ein bisschen öffnen. Deine Sitzbeinhöcker, dein Steißbein fließt nach unten zur Erde hin. Wenn dich das unterstützt, kannst du dir hier rotes Licht visualisieren, das sich wie trichterförmig zur Erde hin öffnet, bis zur Mitte der Erde. Und spüren, wie von den unteren Wirbeln ausgehend die natürliche Kurve der Wirbelsäule erhalten bleibend, sie sich so ein bisschen nach oben reckt Richtung Himmel, der Scheitel Richtung Himmel. Und dann einatmen, die Arme zu den Seiten öffnen, Handinnenflächen nach oben zeigen, Herzraum öffnen. Wichtig ist, dass der untere Rücken eher in die Länge gestreckt bleibt, das heißt, das Schambein kippt so ein bisschen zum Bauchnabel hoch. Einatmen hier, die Schulterblätter ziehen ein bisschen zusammen, Handinnenflächen nach oben, Daumen zurück. Ausatmen in die Knie, die Hände auf die Oberschenkel und wir tönen bei der Ausatmung ein. Einatmen, unterer Rücken ist lang, Herzraum öffnen, Daumen zeigen nach hinten, die Lungen weiten. Den Mund weit öffnen mit dem Ha, es kann ein Ha sein und es kann auch ein gehauchtes Ha sein, schau, was für dich passt. Nochmal einatmen. Und als nächstes atmen wir ein und kommen dabei auf Zehenspitzen, streckt die Arme zu den Seiten und dann wieder. Mach dich ganz leer, spür in deinen Bauch hinein, wie sich das hier anfühlt. Kraft in deinem Zentrum. Einatmen, auf Zehenspitzen kommen, Hand in Flächen nach oben, Schulterblätter zusammen. Kopf vielleicht leicht heben und. Kopf kannst du auch noch ein bisschen weiter nach unten nehmen mit der Ausatmung. Einatmen. Einatmen nach oben. Und ausatmen. Ganz frei kreativ sein mit deinem Ton, welche Höhe, wie viel Kraft du da reingeben möchtest. Einatmen oben und und nochmal einatmen. Und ein letztes Mal einatmen hier oben. Dann komm wieder zum Stehen, roll deine Schultern nach hinten und zurück. Und dann kannst du die Hände ins Hastaya Mudra bringen, die Hand in Flächen nach oben, die Ellbogen liegen nah am Körper, die Beine vielleicht einen Tick weiter öffnen, Knie sind weich und durchlässig. Schauen immer, dass wir nirgendwo blockieren, sondern weich in unseren Gelenken bleiben. Lass deinen Unterkiefer ganz entspannt, die Lippen weich geöffnet. Und spür nach, wo in deinem Körper fühlst du Lebendigkeit, wo fühlt sich wach an, wo vielleicht auch nicht. Dann kannst du dir vorstellen, dass du durch deine Fußsohlen Energie, Prana aufnimmst, durch die Beine strömt Lebensenergie, Prana, Vitalität, dein Oberkörper hinauf bis an den Kopf zum Scheitel hoch. Und mit der Ausatmung kannst du dir vorstellen, dass du alte, verbrauchte Energie über deinen Rücken, durchs Becken, durch die Beine, durch die Füße wieder zur Erde abgibst.
Und nimm bewusst so ein paar Atemzüge, dass du dir wirklich vorstellst, dass die Fußsohlen Prana aufnehmen. Und vielleicht merkst du, dass du nicht nur durch die Fußsohlen Lebensenergie aufnehmen kannst, sondern auch durch deine Handinnenflächen. Und wenn das für dich passt, dann kannst du mit jeder Einatmung auch etwas wie in dich hineinnehmen, ein Bewusstsein entstehen lassen mit jeder Einatmung, wofür du dankbar bist. Auch in dieser Zeit, die für viele von uns sehr herausfordernd ist. Was schenkt diese Situation hier dir? Welche Geschenke kannst du finden an deinem Wegesrand? Vielleicht sind es ganz kleine Sachen, ganz zarte Dinge, die sich dir offenbaren, die du vorher nicht wahrgenommen hast. Vielleicht merkst du, dass du dankbar bist für Dinge, die dir eigentlich immer zur Verfügung stehen, so wie Essen und ein Dach über dem Kopf, und du es einfach nur nicht wahrgenommen hast, wie wundervoll diese Selbstverständlichkeit ist oder das, was für uns selbstverständlich geworden zu sein scheint. Und dann atme nochmal tief ein. Und mit der Ausatmung entspann deine Hände und Arme nach unten. Und dann kommst du in Malasana, die Haltung des Kindes. Setz dich auf deine Fersen, nimmst die Stirn oder Nasenspitze zum Boden. Du kannst auch hier ein Kissen unterlegen, wenn das sonst zu intensiv ist für dich. Leg beide Hände neben deine Füße und dann einatmend aus der Beckenimpulskraft. Du ziehst so die Sitzbeinhöcker Richtung Fersen, dein Steißbein Richtung Schambein und rollst dich aus dieser Beckenimpulskraft nach oben. Einatmen, die Arme zu den Seiten öffnen, Hand in Flächen nach oben, Daumen nach hinten. Hier wieder darauf achten, dass der untere Rücken eher lang ist und die Öffnung wirklich aus dem Herzraum kommt. Und mit der Ausatmung legst du die linke Hand auf dein Kreuzbein, den linken Handrücken, und die rechte Hand bringst du nach links rüber, Stirn und Nasenspitze zur Erde. Und einatmen, nach oben kommen, die Arme öffnen, den unteren Rücken erlang lassen. Ausatmen, der rechte Handrücken auf deinem Kreuzbein und die linke Hand wandert nach rechts rüber. Ist wunderbar für Mobilität in deinem Brustraum, in den Rippen. Dein Herz weitend, einatmen und ausatmen, die rechte Hand nach links rüberbringen. Einatmen, wieder öffnen. Und ausatmen, linke Hand nach rechts rüberbringen. Einatmen. Aus. Einatmen, ausatmen, die linke Hand schön weit nach rechts rüberbringen, aber so, dass die linke Gesäßhälfte noch auf den Fersen bleibt. Einatmen und aus. Einatmen und aus.
ein. Aus. Ein. Aus. Einatmen. Aus. Einatmen. Aus. Ein. Aus. Ein. Und ausatmen. Danach für dich in deinem Tempo jede Seite noch einmal. Wenn du dann den linken Arm noch mal am Boden hattest, kommst du nach oben und legst dann beide Hände vor dir ab, setz dich auf deine Fersen und bring die Hände in Sampurna Mudra. Die Finger sind gekreuzt und die Zeigefinger sind ausgestreckt. Stirn und Nasenspitze zur Erde. Lass dich hier ganz bewusst atmen. Und auch hier kannst du den Fokus wieder eher auf die Ausatmung legen. Was übrigens auch ein wunderbares Hilfsmittel ist, wenn du im Alltag unruhig bist oder wenn du auch jetzt gerade vielleicht vermehrt mit Angst zu tun hast oder sogar Panik, dann ist es so unterstützend, unsere Ausatmung zu verlängern und unsere Aufmerksamkeit wirklich in den Atem hineinzulegen. Und dann einatmend rollst du dich hier wieder aus der Beckenimpulskraft nach oben, nimm deine Arme über die Seiten hoch, Hand in Flächen nach oben, unteren Rücken wieder so ein bisschen in die Länge legen, Herzraum öffnen, ausatmend Hände falten, Kinn geht zum Brustkorb, einatmen, die Hände und Arme nach oben bringen und den Kopf dabei leicht heben, nur so weit, wie es angenehm bleibt in der Halswirbelsäule. Und ausatmen, die Stirn zum Boden und die Hände Richtung Himmel, Richtung Decke nach oben wandern lassen. Atem hier ein und ausatmen, deine Arme zum Kreuzbein zurückbringen. Die Hände über die Seiten nach vorne nehmen und zurückkommen in Sampurna Mudra mit deinen Händen. Einatmen, rollst du dich aus der Beckenimpulskraft nach oben, öffnest die Arme, Herzraum. Ausatmen, Kinn zum Brustkorb, Hände falten, vielleicht diesmal den anderen Daumen nach oben nehmen, so wie es sich eher ungewohnt anfühlt. Einatmen, Hände und Arme nach oben nehmen, Herzraum öffnen. Und ausatmen, Stirn zum Boden, die Hände ziehen nach oben. Atem hier ein und ausatmen, die Arme entspannen. Und jetzt kommen wir direkt von hier aus mit den Armen über die Seite nach oben. Einatmen, Herzraum öffnen. Ausatmen, Kinn zum Brustkorb, Hände falten. Einatmen, die Hände und Arme wandern leicht weg vom Rücken, ziehen nach hinten, unten. Kopf hebt sich leicht. Und ausatmen, nach vorne, unten kommen, Stirn zum Boden.
Einatmen. Und mit der Ausatmung die Hände sinken lassen. Einatmen, roll dich nach oben. Wir machen das noch einmal. Herzraum öffnen. Ausatmen, Kinn zum Brustkorb. Hände falten. Einatmen, die Hände und Arme nach oben nehmen. Und fühle deinen Herzraum hinein, in die Schultern, in die Öffnung. Nimm einen tiefen Atemzug in die Rippenzwischenmuskulatur. Und ausatmen, komm nach vorne und nach unten und die Hände wandern nach oben. Lass die Schulterblätter schmelzen hier. Und nimm ein paar tiefe Atemzüge in dieser Haltung. Dann atme ein und ausatmen. Lass die Hände ruhen neben deinen Füßen. Entspann die Schultern nach unten, bleib so ruhen. Und lass deinen Atem wieder tief fließen hier. Du bist jetzt in der Haltung des Kindes. Kannst in den unteren Rücken atmen. Und in die Rückseite deines Herzens, die Rückseite deines Herzens öffnen mit deinem Atem. Jetzt habe ich hier ein Haar. Und eine andere Praxis, die wir einladen können in diese Zeit unseres Lebens, neben der Praxis von Dankbarkeit, ist die Praxis von Großzügigkeit. Das Leben bietet uns gerade wundervolle Möglichkeiten, um Großzügigkeit zu praktizieren, um zu schauen, wo brauchen andere Menschen vielleicht gerade meine Unterstützung, wo kann ich helfen, wo kann ich jemandem etwas Gutes tun. Wo in deinem Leben kannst du dich üben in Großzügigkeit? Du kannst es einfach wie mitnehmen. Das kann sein, dass du jemanden auf die Entfernung ein Lächeln schenkst und dabei deinen Herzraum spürst und merkst, wie tief aus dir diese Freundlichkeit, diese Geste von vielleicht Anerkennung oder Liebe aus dir kommt, die du gerade einem anderen schenkst. Es kann auch sein, dass du für jemanden Besorgungen erledigst, Einkäufe machst, jemand anderem hilfst, da wo gerade Hilfe benötigt wird. Vielleicht heißt Großzügigkeit auch für dich, finanziell gerade irgendwo zu unterstützen, wo du mitbekommst, dass es gebraucht wird. Wir können uns auf so vielen neuen Ebenen gerade öffnen, was ganz Neues zulassen. Und spür einfach diese kleinen Impulse in dir und da, wo du ihnen nachgibst. Und auch da, wo du ihnen vielleicht noch nicht nachgeben willst, wo du aber merkst, es klopft an, da ruft etwas. Ruft etwas in dir, was schenken möchte, was geben, was beitragen möchte. Und dann kannst du dich von hier aus in die Bauchlage legen. Und die Hände unter deine Schultern legen. Wir gehen in Bhujangasana. Auch das ist eine wundervolle Übung für Herz, Lungen, Flexibilität in den Rippen. Dafür kannst du deine Zehen einmal kurz heben und so nach hinten ausstrecken und alle Zehen in den Boden hineindrücken. Dein Schambein drückt in die Erde hinein, dass der untere Rücken an Länge gewinnt. Die Schultern rollen nach hinten, Ellbogen sind ganz nah am Körper. Und dann kannst du dir vorstellen, die Hände kleben auf der Matte fest und ziehen so ein bisschen nach hinten raus. Und mit der Einatmung, den Hals lässt du dabei so lang wie möglich, kommst du nach oben, dass sich der Herzraum öffnet.
Die Hände kleben auf der Matte und können weiterhin nach hinten rausziehen. Mhm. Und wie wäre es, wenn du die Mundwinkel so ein bisschen nach oben nimmst, so ein ganz klein bisschen. Die Stirn entspannst, die Wangen dürfen weich werden. Schau, dass die Kraft wirklich aus dem Rücken kommt, sonst komm weiter nach unten. Du kannst auch hier unten praktizieren, wo immer es für dich gut ist. Wenn du Probleme hast im unteren Rücken und merkst jetzt, es tut dir gar nicht gut, dann kannst du auch die Hände heben. So bist du ganz sicher, dass die Kraft wirklich aus deinem Rücken kommt. Und spür deine Öffnung im Herzraum. Atme in die Rippen hinein, in den Raum zwischen deinen Rippen. Erlaube deinem Herz weit zu werden. Eine wunderbare Zeit in unserem Leben, in der wir unser Herz ausdehnen können, in dem wir wirklich die Verbundenheit aller Lebewesen spüren können, uns verbinden können mit allen Wesen auf dieser Erde. Und dann atme nochmal ein und ausatmen. Löse langsam die Haltung. Du kannst ein Kissen machen mit deinen Händen. Entspann eine Wange auf deinen Händen. Die großen Zehen sind geschlossen, die Fersen fallen nach außen. Die Schultern entspannen. Und nimm wahr, wie die Erde deine Organe massiert. Können die Schultern vielleicht noch ein bisschen weicher werden. Wenn du merkst, dass du deine Hände lieber neben deinen Körper legen magst oder wie auch immer, dann bist du natürlich vollkommen eingeladen, dies zu tun. Schau, dass du immer mehr deinen eigenen Impulsen folgst als meinen Worten, deinem eigenen Körper zuhörst, wo es sich gerade richtig und stimmig anfühlt. Das sind alles nur Einladungen von mir. Genau, die nächste Haltung ist die Sphinx. Dafür bringst du die Unterarme parallel zum Boden. Wenn du merkst, das ist zu intensiv für den Rücken, kannst du die Arme weiter nach vorne nehmen. Auch hier drück wirklich die Zehen in den Boden hinein, drück dein Schambein in die Arme, dass das Schambein so ein bisschen zum Bauchnabel hingeht. Dann atmest du ein in dein Herzraum, weitest die Rippenzwischenmuskulatur und mit der Ausatmung lässt du die Schulterblätter zur Wirbelsäule hinsinken, dass die Schulterblätter wie in den Rücken hineinziehen. Und du kannst dir auch vorstellen, dass du die Unterarme auf deiner Matte nach hinten ziehst. Einatmen, weit in den Herzraum, richtig ausdehnen den Herzraum und ausatmen, ziehen die Arme auf der Matte nach hinten, Schulterblätter fließen in den Rücken hinein. Praktiziere so ganz bewusst ein paar weite Atemzüge. Und dann atme nochmal weit ein
Mit der Ausatmung kannst du die Arme nach vorne rutschen, die Handinnenflächen schließen und die Hände über deinen Kopf sinken lassen. Bring die großen Zehen zusammen, wenn du magst, schaukel mit dem Becken ein bisschen von links nach rechts. Dann kannst du die Hände und Arme ganz weich ablegen, auf der Erde die Stirn zum Boden bringen und nachspüren mit der Erde unter dir, deinen Atem wahrnehmen, schauen, wo kannst du noch weicher werden, wo kannst du noch mehr loslassen. Und die Erde unter dir spüren, die dich trägt, die dich annimmt, genau so, wie du bist. Die Erde, die immer da ist für uns. Dann atme wieder ein und mit der Ausatmung zieh die Hände zu dir ran, leg nochmal die Hände unter deine Schultern, schau, dass der Nacken lang bleibt und öffne deine Beine mattenbreit auseinander. Schambein drückt wieder in die Erde, Ellbogen sind nah am Körper. Mit der Einatmung komm nach oben und ausatmen, dreh dich über die rechte Schulter und vielleicht ist das für dich nur so ein ganz kleine Mini-Bewegung nach rechts. Vielleicht drehst du auch den Kopf so weit, wenn es entspannt bleibt, dass du die linke Ferse sehen kannst. Sei hier sehr achtsam. Einatmen, wieder zurückkommen. Und ausatmen, die Stirn zum Boden legen. Einatmen, wieder hochkommen. Ausatmen, den Kopf über die linke Schulter. Vielleicht Blickkontakt mit der rechten Ferse machen. Einatmen, wieder nach vorne. Ausatmen, zum Boden kommen. Nochmal ein. Aus. Ein. Aus. Und einatmen. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Einatmen. Ausatmen. Ein. Und ausatmen. Zum Boden kommen. Bring deine Beine zusammen, drück die Hände in den Boden, aus der Kraft deiner Mitte. Komm zwischen deinen Knien mit deinem Bauch zum Ruhen. Die Finger kannst du nach vorne krabbeln, weit ausstrecken, die Hände, die Stirn zum Boden. Großen Zehen sind geschlossen, die Knie weit geöffnet. So. Und dann kannst du hier kräftig atmen. Benutze wirklich deine ganze Atemmuskulatur für ein paar kräftige Atemzüge. Und dann roll dich langsam nach oben. Und setz dich einen Moment hier in den Fersensitz, Diamantensitz mit den Händen auf den Oberschenkeln. Kreise deine Schultern nach hinten unten. Und spür die Verbindung zwischen Himmel und Erde durch dich hindurchfließen.
beide Qualitäten in dir wahr. Die Qualität von Erdangebundenheit, von Wurzelkraft, Stabilität, Urvertrauen, Urvertrauen. Und die Qualität des Himmels von Leichtigkeit und Freiheit, von Weisheit, Spiritualität, Angebundensein. All das steht dir zur Verfügung. Eine weitere Praxis, eine Mikropraxis, die ich dir mit auf den Weg geben mag, ist, zu wahrzunehmen, wo deine Augen auf Schönheit treffen. Dafür kann es unterstützend sein, einen ganz weichen Blick zu kultivieren, die Augen weich geöffnet zu halten. Ist mir gerade ein bisschen schwierig mit der Sonne so direkt in meinem Gesicht. Und die Umgebung wie in dich hineinfließen zu lassen. Was gibt es gerade Schönes in deinem Leben, was du sehen kannst? Ich sehe viele Menschen, die sich gerade sehr einsetzen dafür, dass wir unsere Supermärkte geöffnet haben, dass wir Lebensmittel kaufen können. Ich sehe Menschen, die ihr Bestes tun in schwierigen, unter schwierigen Bedingungen, ihre medizinischen Arbeiten zu verrichten, die manchmal echt schwere Entscheidungen treffen müssen. Ich sehe die Schönheit dieses Platzes, das Gras, die Sonne, die Bäume. Und wenn wir diese Haltung von Schönheit in uns kultivieren, dann können wir so viele Dinge und Momente wahrnehmen in unserem Alltag, die wir vielleicht auch vorher nicht gesehen haben. Als letzte Übung mag ich noch meine herzöffnende Yin-Haltung einladen. Und dafür legst du deine Kissen voreinander. Wenn du ein Kissen hast, was höher ist als das andere, dann legst du das höhere Kissen nach hinten. So. Setz dich vor deine Kissen. Streckst deine Beine aus und legst dich ganz langsam auf deine Kissen. Wenn du jetzt merkst, dass der Kopf zu niedrig ist, dann kannst du dir noch eine Decke oder dein Pullover unter deinen Kopf nehmen, dass der Kopf höher ist. Und schau mal, wo es für dich gut ist, deine Arme zu lassen. Vielleicht kannst du die Arme neben deine Ohren legen. Vielleicht auch willst du sie 90 Grad öffnen. Oder einfach neben deinem Körper ruhen haben. Und für die Yin-Haltungen bleiben wir immer mindestens 3 Minuten in der Asana, damit sich die Faszien und unser Gewebe einfach gut öffnen können, weich werden. Dann lass dich hier tief atmen, tief aber dennoch entspannt, dass du deine Atmung nicht zum neuen Projekt machst jetzt, sondern es hilft eigentlich schon, wenn du deinem Atem einfach deine Aufmerksamkeit schenkst und schaust, wo er dich hinführt, wenn du bei ihm bist. Vielleicht kannst du den Atem zuerst im Bauch wahrnehmen, dann im unteren Teil des Herzraumes und dann im oberen Teil des Brustkorbs, vielleicht sogar bis unter die Schlüsselbeine. Und mit der Ausatmung
so weich werden, wie es dir im Moment möglich ist. Alles abgeben, schmelzen in die Erde hinein. Und dann nimm noch 3 weiche Atemzüge hier. Wenn du soweit bist, dann nimm deine Arme neben deinen Körper zurück, falls sie woanders lagen. Stell deine Füße langsam und achtsam auf. Dann kannst du dich von deinem Kissen nach unten rollen und dich auf deine Seite legen mit deinem Kopf auf dem unteren Arm, die Knie sind angewinkelt, eine Hand vor dir auf der Erde. Und mit dieser Haltung nochmal alles, was vielleicht da ist noch an Müdigkeit oder Schwere in dir, loslassen in die Erde hinein. Und mit der Körperseite, die dem Raum zugewandt ist, der Luft, dem Himmel, kannst du wie eine Qualität in dich hineinströmen lassen, die dich heute unterstützen kann. Etwas, was du einladen willst, kultivieren in dir. Dann kannst du deine Kissen zur Seite legen und dich in die Rückenentspannungslage begeben. Schau, dass du bequem liegst. Vielleicht möchtest du die Kissen unter deine Oberschenkel legen oder Knie,
so dass aber deine Fersen noch im Kontakt sind mit der Erde. Schau, dass dein Nacken weich ist, das Kinn vielleicht eher so ein bisschen am Herzraum. Und dann erlaube dir loszulassen, mit den Armen leicht weg vom Körper, dass die Achselhöhlen Raum haben, die Handinnenflächen, wenn es für dich angenehm ist, sind nach oben gerichtet, wobei du die Finger wieder ganz loslassen kannst. Und lass dich nochmal bewusst atmen und mit der Ausatmung in die Erde sinken, dich schwer werden lassen. Dann lass deinen Atem ganz natürlich weiterfließen. Und wie wäre es, wenn jetzt nichts irgendwie sein müsste, du wirklich einfach loslassen darfst? Vielleicht können die Füße noch ein bisschen weicher werden, die Beine schmelzen, dein Becken, die Schultern und dein Kiefer. Nimm dir jetzt wirklich die Zeit, die du brauchst, die Zeit, die du dir schenken möchtest hier. Ruhend auf der Erde. Und ich bedanke mich schon mal bei dir für dein Mitmachen. Damit machst du mir ein ganz großartiges Geschenk. Und du kannst einfach noch weiter hier liegen bleiben. Wahrnehmen, wie die Erde dich trägt. Wie das Universum für dich sorgt. Gehalten und getragen. Dankeschön, danke.